Was ist mit dem Typen vorbei? Was ist mit den Normalos? Die haben ja nur zwei Digimon. Ich hoffe jetzt mal, ich habe jetzt einigermaßen zu Ende geredet von meinem, was ich jetzt so erzählt habe. Ach genau, ich werde glaube ich noch ein Beispiel suchen. Naruto und Sasuke. Das ist auch ein extrem beliebtes Verschwörungspärchen. Und dann nochmal auf Digimon zurückzukommen, da gibt es auch dieses Harry, Koji und Koichi, wo das Zwillingsbrüder sind. Also manche, vor allem, es sind ja immer 90% der Fälle sind das ja Mädels, die sowas machen. Was ich irgendwie nicht verstehe, warum. Okay, ist wiederum, ich sag mal so, Shoujo und Yuri, also Frau, Frau, Lesben. Finde ich gut, aber Männer, Männer, nee, das ist komisch. Ich bin da wirklich mehr so auf dieser Seite der Männer, die ja Frauen-Action gut finden. Wie sagt die ja immer so schön, alle Frauen sind doch irgendwo wie. Ja, bei Männern finde ich das immer so komisch. Aber ich verstehe nicht, warum das Mädels so gut finden. So eine Theorie, die ich mal gehört habe, ist, weil damit kein anderes Mädel sozusagen ihre Lieblinge Mädchen schwärmt jetzt für Naruto, sage ich mal, und Sasuke und oder Sasuke. Sie will aber nicht, dass sie mit Sakuya oder irgend oder mit Hinata oder wen es dann noch so alles gibt zusammenkommen. Deswegen verschwören sie die, weil sie ja sonst eifersüchtig werden oder so. Was ich ja irgendwo total beknackt finde. Ach, sind wir hier? So, Gefängnisturm. Ja, ich glaube, das ist richtig hier. Da hinten ist der Professor und da hinten ist Teddy. Genau, von denen kriege ich das Passwort. Stimmt, stimmt, stimmt. Gut, gut, gut. Hoffe ich zumindest. Warum tauschen? Ich wollte Items. Jedenfalls glaube ich es, dass das ist. Ich sag oft jedenfalls, oder? Oder wie gesagt, oder sage ich auch oft. Da, Leute. Ach, und die Wachen und Angestellten. Oh, Teddy. Ach, die Brückefehler, deswegen sind sie angesperrt. Hey, AJ. Teddy, bist du okay? Ja, danke. AJ, Makami gehört zur AOA. Ja, ich weiß, aber wir sind die Mitarbeiter dort. Gehöre nicht zu den AOA. Ach, Makami und AOA gehören zusammen? Die Lieder der Städte und die meisten Mitarbeiter sind wie wir. Nicht alle Magami-Mitarbeiter gehören zu den AOA. Okay, ich werde euch allen helfen. Haltet durch. Ich werde Game Master besiegen. Was? Sei vorsichtig. Man sagt im Meisterraum, sei eine Falle. Das hörte ich auch. Irgendwo gibt es eine Geheimtür. Ja, auch ich habe davon gehört. Der Schlüsselcode ist Monster. Keine Ahnung, was das heißt. Okay, danke. Viel Glück, AJ. Besiegt die AOA. Keine Sorge, überlass das mir. Monster, ja. Ich weiß nicht, was das heißt. Hm, woher kann das wohl kommen? Aber gut, da hatte ich es doch irgendwo recht im Unterbewusstsein oder allein die Logik. War ja klar, dass man dann ein Passwort suchen muss. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich das in der richtigen Reihenfolge hinkriege. Ah. Eigentlich sollte ich nochmal heilen gehen. M war hier, oder? M. Das ist ein M, das berühre ich jetzt. Nichts passiert. Muss ich hier noch irgendwas aktivieren? Ne, ich mache einfach mal weiter. Das O war hier, oder? Ja, ich berühre es mal. N? Ja, okay, dann geht das. So, dann brauche ich den nicht extra noch. Dann laufen ist jetzt hier. Das ist dann eher. Nein, das brüllst du nicht. Hier musst du anfangen. Das T. Monster. Okay. Jetzt hier E. Und jetzt das R. Okay, es passiert nichts. Scheiße. Was ich
ich hier irgendwas aktivieren oder so? Doof, ich weiß das Passwort. Aber es passiert nichts. Ich gehe nochmal zurück, da war ja auch so eine Konsole gewesen. Vielleicht ist da ja was. Aber wir sind ja jetzt hier überall lang gegangen. Da kommen wir auch nur wieder raus. Was ist für der Kerker da hinten, ey? Hier vielleicht irgendwas. Mann, das ist irgendein Code. Ich frage mich nur, was das bedeutet. Ja, schön. Ah. Wir haben einen Code. Wenn wir das aber anklicken, passiert nichts. Glaub zwar nicht, dass das jetzt hier was bringt. Guck noch mal, ob ich irgendwo einen Weg nicht lang gegangen bin oder so. So. Ja, geht's da vielleicht noch irgendwo hin? Kämpfe ich halt gegen den Typen noch mal. Muss jetzt hier alles absuchen. Ich bin gerade schon wieder dabei noch zu reden, oder? Wegen Yaoi und so. Das geht schon wieder ein paar Folgen, glaube ich. Einfach so, ich kann es nicht verstehen, vor allem gerade, warum das von Mädels gemacht wird und fertig. Ich finde es meistens unnötig und unpassend. Fertig ist die Geschichte. Und ich bin immer noch dafür, dass es wirklich nur ein Anime gibt, nur mit Digimon. Gibt ja schon Filme so wie X-Evolution. Der war so... Es ging. Man hätte wieder noch mehr draus machen können, aber es ging. Spiel gibt es ja auch, Demon World 4, aber was für mich persönlich einfach nur grottig ist. Muss ich diesmal wirklich sagen. Ich hätte mich damals so gefreut, als ich das bekommen habe. Ich so gefreut, nachher war ich so enttäuscht. Weil das wird in der Zeit richtig schwer. Es wird auch immer gesagt, man muss da mit mehreren Spielern spielen. Mindestens zu zweit, weil irgendwann kreisen sich die Feinde da ein und das kommt sich weiter. Ich bin auch irgendwann nicht weitergekommen, wenn ich wusste wie. Und vor allem, ich bin nie digitiert. Ich war irgendwie Level 36 und konnte irgendwie nur zu anderen Rookies werden. Blade Twister, Spezialattacke gelernt, super. Konnte immer nur... Ja, halt so, ich war ja Wehmann, hab dann immer, konnte immer zu gehen und argumentieren, aber was weiterem nicht. Ah toll, das war's jetzt hier. Was ich immer doof fand. Ich sag mal so, es war für mich persönlich einfach nicht so toll. Hier ist da nichts gewesen. Mit die Leute hier ansprechen, ich glaube, kommt es. Hier geht's auch noch lang. Aber ich gehe eben kurz heilen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Dann gucke ich mal, ob es da noch irgendwo lang geht, weil wenn ich jetzt mit draufstücke, bringt das nichts. Irgendwo muss ich noch was anwerfen. Die Aua steckt dahinter. Habe ich gewusst. Haha. Ja, ja, toll, du. Ich konnte nichts machen. Mit einem Partner wäre das anders gelaufen. Ja, Digimon ohne Partner sind nicht ganz so stark. Weil der Partner ihnen Kraft gibt und hast du nicht gesehen. Für irgendwas muss der Mensch ja gut sein. Wie viel Geld? Ich habe jetzt 600.000 oder sowas. 60.000. Mir geht dann um die Musik, ey, ist auch voll auf den Nerven. Ah, ich werde erstmal gucken. Das was bringt. Dann gehe ich ja nochmal in den Raum rein und guck nochmal. Oder muss ich das rückwärts irgendwie eingeben? Nee, oder? Ja, ja, ich gebe ja auf, ihr könnt das ja alles so gut. Ich gebe auf, wenn ich dann keine Lust mehr habe, gleich abzugeben. Blink Twister. Ey, mach mal, weil es toll ist. Hau doch ordentlich rein, super.
Rakete. Ja, ich will langsam. Ich habe echt zu viel geredet. Jetzt bin ich schon wieder so. Mund ist ausgetrocknet und riesig, weil ich bin schon seit über zwei Stunden ungefähr aufnehmen und drei Stunden allgemein spiele ich jetzt schon Digimon. Wenn ich noch zwischendurch laufen muss, dann hast du dich gesehen. Muss ja jetzt ein bisschen was aufnehmen, weil ich ja bald wieder bei Insti bin und dann kann ich nichts aufnehmen und hochladen. Nein, nur ein Item. Metallhorn. Ja, Metallhorn. Ich könnte da jetzt schon wieder was dazu sagen, aber auch nur doof. So. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Irgendwas Dummes ist es doch wahrscheinlich. Das ist nur Fenster. Hier im Computer irgendwas. Ja, anscheinend ja nicht. So, ich vor allem ein Bild von einem Digimon. Mehrmals drücken bringt. Ach, haben wir es schon. Ist da hinten vielleicht nochmal. Habe ich das S etwa vergessen? Ach komm. Was? Falsche Reihenfolge? Ja, war's. Weil ich Trottel das S vergessen habe. Ah, nochmal. Sorry dafür. Ich habe es vorhin ja noch gesehen, habe gedacht, ja, das müsste noch. Aber warum ich das schnell vergessen habe? Jetzt habe ich das O auch berührt. Ah, okay, das habe ich schon mit. Okay, dann ist hier wieder. Ich wusste es. Okay, nichts passiert. Nichts passiert. Jetzt passiert aber wirklich nicht was. Muss jetzt hoffentlich das Richtige gewesen sein. Ja, geht doch. Wollte gerade schon sagen. Cool, tatsächlich eine Geheimtür. Game Master müsste direkt da vorne sein. Aua, Hauptquartier. Hätte ich mal eine andere Musik. Sieht cool aus. Was ist das für ein Raum? Hey, wer ist das da drüben? Da ist Game Master und der steht vor so einem ganz komischen Auge. Es ist die Game Master. Ich schnapp sie mir. Schnapp sie dir alle. Lässt du mich da durch oder? Du bist doch dieser Kleine. Hier kommst du nicht durch. Gib auf und komm mit uns. Ach, seid ihr Drillinge oder was? Was haben die ein schönes? Ach, Mail-Dramon. Weltmeister. Setzt jetzt jeder einzeln von. Setzt von denen allen drei das ein in Digimon oder setzt da jeder einzeln eins ein? Ja, ihr seid ja schöne Wochen. So. Ich hoffe, ich kann vielleicht noch mal ganz kurz zurück doch noch mal heilen. Okay, die Wachen habe ich besiegt. Ach, die haben echt nur alle drei zusammen einen Team gehabt. Nun ist Game Master dran. Nein, Trottel, geh nicht sofort hin.